Sehr geehrter Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen. In Betrachtung der Debatte, die wir heute Morgen erlebt haben, möchte ich Herrn Lindner nur eine Sache sagen, und das gilt auch für die gesamte FDP-Fraktion, dass ausgerechnet die, die hier im Parlament die Fragen der Inklusion gerade zwischen 2005 und 2010 in allen Anträgen und Belangen blockiert haben, sich hier aufschwingen zu Gralshüter des Inklusionsprozesses, das ist wirklich ein Treppenwitz, den wir heute erleben. Und Herr Lindner gehört zu den Mittätern, die das zu verantworten haben, dass hier die damalige CDU-Bildungsministerin das Wort Inklusion ja zunächst gar nicht in den Mund nehmen durfte, ausgebremst wurde von der FDP, da trägt Herr Lindner die Verantwortung. Und was ist Inklusion? Was ist Inklusion nicht mehr? Es ist das gemeinsame Lernen von Kindern mit und ohne Behinderung, in unterschiedlicher Herkunft. Und was macht die FDP bis auf den heutigen Tag hier im Parlament? Sie bekämpft das gemeinsame Lernen von Kindern in unseren Schulen. Das ist genau ihr Vortrag. Ich erinnere daran, was Frau Schmitz hier zum Thema der Primusschulen erklärt hat, noch jüngst beim letzten Mal. Jedes Mal, wenn Sie das gemeinsame Lernen diffamieren als Einheitsschule, als leistungslose Schule, das ist Ihr Vortrag mit Herrn Lindner an der Spitze. Von daher ist das so unglaubwürdig. Und das werden wir überall sagen. Sie sind nicht diejenigen, die das Wort in dieser Angelegenheit eigentlich schwingen dürften. Und ich erwarte auch von Ihnen, Herr Laschet, sowohl von Herrn Laschet wie auch von Herrn Lindner, Sie haben nichts zu dem gesagt, was Sie denn bereit wären, im Haushalt mitzutragen. Wo sind denn da eigentlich Ihre Erklärungen? Nichts, das ist substanzlos, was Sie heute hier vorgetragen haben. Und ich will daran erinnern, Herr Laschet, was war denn der Aufschlag der CDU, nachdem wir dann dankenswerterweise gemeinsam 2010, nachdem Sie Ihren Koalitionspartner los waren in der Opposition, den gemeinsamen Antrag zur Inklusion hier verabschiedet haben. Und danach hat die CDU dann einen eigenen Antrag Entschließung vorgelegt im Rahmen der nächsten Beschlussfassung. 30 Millionen hatten Sie da drin stehen. Da müssten Sie doch sagen, klasse, was das Land hier macht. Da sind wir dabei, das tragen wir auch im Haushalt mit, wenn das dann hinterher in die Vereinbarung kommt. Kein Wort dazu. So machen Sie sich hier aber mit einem leichten Fuß vom Parkett. Sie haben nichts substanziell hier heute vorgelegt. Und Herr Laschet, ich weiß ja, dass Sie eigentlich dagegen waren, den Schulkonsens zu beschließen. Aber wir haben mit der CDU in den Schulkonsens geschrieben, dass zu dem Schulsystem von Nordrhein-Westfalen die Förderschulen gehören, soweit sie trotz Inklusion noch erforderlich sind. Weil die Demografie längst auch in den Förderschulen ihre Zeichen gesetzt hat und weil die meisten Förderschulen im Bereich Lernen längst unter der Mindestgröße waren, bevor die Mindestgrößenverordnung hier miteinander diskutiert worden ist. Das sollten Sie bitte nicht vergessen. Sie sind jetzt in der Verantwortung, genau diesen Schulkonsens auch mitzutragen und dann auch umzusetzen. Und das ist das fachliche Votum von Karl-Josef Laumann gewesen, von Norbert Röttgen und Ihrer Fraktion. Und das haben wir so gemeinsam hier beschlossen. Machen Sie sich auch da bitte nicht vom Acker. Und wenn dann hier vorgetragen wird, gerade von der FDP-Fraktion, und Sie gehen ja über das Land, dass das Land nichts tun würde, dann will ich noch mal daran erinnern, nicht nur das Angebot, was jetzt vorliegt, mit 175 Millionen Euro, wo wir sagen, ja, eigentlich sind das die Schulträgeraufgaben, der Prozess ist im Gang, aber wir wollen den Kommunen trotzdem helfen, wir wollen sie unterstützen, da sind wir sogar bereit, so weit zu gehen, in diesem Korb 1 der originären Schulträgeraufgaben, die Herr Biesenbach nicht mehr ganz präsent hat, aber da können wir noch mal drüber reden, also im Korb dieser originären Schulträgeraufgaben, dann zu sagen, damit ihr Sicherheit habt, stimmen wir der Frage der Konnexität zu. Das ist ein Zugeständnis, weil wir keine Prinzipienreiterei auf Kosten der Kinder betreiben wollen. Wenn Sie das nicht anerkennen können, dann muss ich mich fragen, dann ist das wirklich nur noch eine Verstellung und das ist ein Hochjatzen Ihrerseits, weil Sie ein Thema für den Kommunalwahlkampf suchen und weil es Ihnen eben nicht darum geht, dass der Inklusionsprozess gelingt. Das wird dabei sehr deutlich. Keine Substanz hier vorgelegt, nichts, was Sie eigentlich dann an finanziellen Aufwendungen bereit sind mitzutragen, und inhaltlich entfernen Sie sich weit von all dem, was richtig und gut ist. Und von daher will ich daran noch mal daran erinnern, dass neben diesen Mitteln, die den Kommunen dann zugutekommen,
eben auch die Investitionen von insgesamt 850 Millionen Euro über die Legislatur hinweg bestehen, und zwar in den originären Landesaufgaben. Und wer sagt, das ist nichts, was das Land leistet, der darf sich eigentlich hier nicht mehr blicken lassen in diesem Parlament, verantwortungsvoll. Das ist doch wirklich eine Unverschämtheit, so durchs Land zu gehen. Denn Sie haben doch vorgehabt, 10.000 Lehrerstellen überhaupt nicht mehr im Haushaltsplan auftauchen zu lassen. Die waren in der mittelfristigen Finanzplanung bereits weg. Die waren weg, und wir haben sie in der Koalition wiedergeholt. Und wir stellen sie den Schulen zur Verfügung, und wir stellen sie insbesondere in einem großen Rahmen auch der Inklusion zur Verfügung, neben den allgemeinen Rahmenverbesserungen, die in Schule dann zu konstatieren sind. Also das war aus meiner Sicht ein enttäuschender Auftritt heute Morgen. Bei Herrn Lindner, das, was wir wissen, Show ohne Substanz. Bei Herrn Laschet, ich finde, das ist ausbaufähig, vor allen Dingen dann, wenn wir den Haushaltsdebatten hier stehen, was Sie dann wirklich unterstützen, wenn wir zu einer Vereinbarung mit den kommunalen Spitzenverbänden kommen. Wenn das Land etwas für die Kommunen tut, dann müssen Sie auch springen.